Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie man eigentlich die Dichtschnur am Kaminofen wechseln und somit die Ofendichtung auch erneuern kann. Wenn du Bock drauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Unsere Türdichtung am Ofen ist leider einfach ein Verschleißteil, was je nach Benutzung natürlich über die Zeit auch ausgetauscht werden muss. Und hierbei ist es übrigens vollkommen egal, ob deine Dichtung jetzt wie bei mir an der Brennkammer sitzt oder das Ganze hier an der Tür dran ist. Und zuerst einmal sollten wir auf jeden Fall etwas unterlegen, dass natürlich auch nicht so viel Dreck auf den Boden bzw. auf die Fliesen gelangt. Wenn alles vorbereitet ist, müssen wir zuerst mal unsere alte Dichtschnur aus der Nut rausziehen. Hierfür gibt es übrigens bei der Dichtschnur immer einen Anfang bzw. auch ein Ende. Bei mir sitzt das jetzt hier oben und dann würde ich erstmal mit einem flachen Schraubendreher probieren, dass wir hier auch uns am Anfang erwischen. Das schaut auf jeden Fall schon gut aus und dann können wir die Dichtschnur auch schon langsam aber sicher aus unserer Nut rausziehen. Wenn die Schnur ab ist, sollten wir mal noch die alten Kleberreste aus der Nut entfernen. Hierfür am besten auch wieder einfach einen passenden alten flachen Schraubendreher zur Hand nehmen. Und wenn auch das passt, am besten mal die Nut noch mit einem Industrie- bzw. Aschesauger aussaugen. Als nächstes können wir unsere neue Dichtschnur auch schon in die Hand nehmen und die richtige Breite hierfür ist übrigens diese Nutbreite, was bei mir 0,8 cm war plus 2 mm, bedeutet einfach, die Dichtschnur ist jetzt genau 1 cm breit. Das Ganze steht natürlich auch in der Bedienungsanleitung vom Kaminofen normalerweise drinnen. Und wir können auch schon dieses spezielle Abschlussband, was übrigens eine Art doppelseitiges Klebeband ist, auf unser Ende von der Dichtschnur geben. Das hat jetzt einfach den Sinn, dass diese natürlich nicht noch weiter ausfranzen kann. Als nächstes benötige ich mal speziellen Ofenschnurkleber, der die Temperatur natürlich auch aushält und den gebe ich jetzt einfach mal mit Gefühl schön gleichmäßig in meine Nut hinein und hierbei sollten wir natürlich auch nicht übertreiben, aber auch nicht am Kleber sparen. Bei mir hat es sich leider nicht wie erwartet gleichmäßig verteilen lassen, weswegen ich einfach nochmal meinen alten Schlitzschraubendreher zur Hand nehme und das Ganze natürlich nachträglich verteile. Wenn der Kleber aber ordentlich verteilt ist, nehmen wir mal unser vorbereitetes Ende und da fangen wir jetzt einfach mal hier unten in der Mitte an, unsere Dichtschnur wirklich mit Gefühl in die Nut hineinzudrücken und hierbei darauf achten, dass wir auch nicht zu straff anziehen. Der Grund, warum wir unten in der Mitte beginnen und nicht zum Beispiel in irgendeiner Ecke oder oben in der Mitte, ist übrigens der, dass hier unten die Belastung von der Temperatur und vom aufsteigenden Rauch einfach am geringsten ist, weswegen wir natürlich die Ecken und auch oben von der Dichtschnur her auf jeden Fall durchgehend haben sollten. Und jetzt geht es mal darum, dass wir hier unser Ende mit einer Schere einfach kürzen. Auch auf dieses Endstück sollten wir mal noch unser Abschlussband draufgeben. Und danach noch diese spezielle Verschlusshülse drüber ziehen, die jetzt einfach wie ein Art Verbindungsstück hier gilt. Zum Schluss unsere Tür ganz einfach schließen, denn dadurch bleibt natürlich auch die Dichtschnur jetzt an Ort und Stelle. Und der Kleber sollte einfach mal für circa 24 Stunden trocknen, dann ist er auf jeden Fall hart und wir können auch wieder ganz normal heizen. Und somit haben wir jetzt auch diese Dichtschnur schon am Kaminofen richtig angebracht. Wenn du dir für zu Hause so eine Ofendichtschnur in verschiedensten Größen oder auch einen speziellen Kleber dafür zulegen möchtest, dann am besten einfach mal unterhalb des Videos in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu den Produkten auf Amazon vom Markenhersteller. Falls dir das Video gefallen und auch weitergeholfen hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben und es einmal unter dem Video in die Kommentare reinschreiben. Außerdem kannst du meinen Kanal noch hier oben kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen.